Die abstiegsgefährdeten Heidelberger zu Gast bei Rasta Vechta. Rückspiel im Hinspiel, da gab es eine deftige 37 Punkte Niederlage, was gleichzeitig zum Ende von Jonas Isalo, dem Trainer, führte. Jetzt mit Ingo Freier und neuem Personal. Aber Rasta Vechta in den orangenen Trikots von Anfang an hellwach in der Partie. Chip Flanagan, hier verpasst er erstmal die Punkte, dann aber gedankenschnell mit dem Steal und dem End. Das erste Viertel, das gehörte Rasta Vechta, führten zwischenzeitlich mit 19 Punkten. Dann allerdings die Heidelberger. Tabellenschlusslicht drehen so langsam auf. Vor allem über ihren Neuzugang Elijah Giles. Der kam ja erst vor 5 Tagen hier nach Heidelberg und hat direkt gezeigt, warum er ein cleverer Neuzugang ist. Von den MHP Riesen Ludwigsburg gekommen. Aber auch er hier dreht so richtig auf an diesem Tag. Bennett Hund kommt am Ende auf 16 Punkte, aber das zweite Viertel gehört insgesamt den Heidelbergern. Über eine starke Defensive machen sie es Rasta Vechta so richtig schwer. Immer wieder suchen sie Giles. Und der in seinem ersten Spiel im neuen Dress immer wieder erfolgreich. Am Ende ein Double-Double für ihn. 23 Punkte, 10 Rebounds. Genau dafür hatten sie ihn geholt. Und dann ist es soweit, kurz vor der Pause, die erste Führung für die Heidelberger. Rein in Halbzeit 2. Rasta Vechta übernimmt jetzt aber so mehr und mehr wieder die Führung. Vor allem über Chip Flanagan. Ein Sahnetag für ihn. 30 Punkte sind es am Ende für ihn. Topscorer der Partie. Aber sie zaubern, die Heidelberger. Es funktioniert schon wie hier zwischen Würzner und Elijah Giles. Der Alley-Oop zum Zungenschnalzen. Aber Vechta einfach effizienter an diesem Tag. Johann Grünlo, 2 Scouts aus Übersee sind da, um ihn genauer unter die Lupe zu nehmen. Und hier mit den ersten Punkten in der Partie. Vechta wieder in Führung. Ende drittes Viertel, legen nochmal einen drauf, aber dann wird es wild. Und zwar über Bennett Hund. Nur noch 5 Sekunden auf der Uhr. Der Half-Court-Shot und er sitzt. Heidelberg verkürzt auf 72 zu 76. Wird das nochmal ein spannendes Schlussviertel? Die Antwort ist relativ einfach. Nö, wird's nicht. Rasta Vechta dreht in der Abwehr auf. Rasta Vechta dreht in der Offense auf. Am Ende wird's vielleicht etwas zu hoch. Mit 109 zu 87 holt sich Rasta Vechta den 13. Sieg im 19. Spiel. Die Heidelberger auch mit neuem Personal, auch mit neuem Trainer Ingo Freier weiter in der Krise.